ihr Lieben, ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Ja, und nachdem ich jetzt, 6 Wochen mein Knie nicht belasten darf, also jetzt noch 5 Wochen, komme ich kaum zum Einkaufen, außer das Nötigste, was ich eben andere auftragen kann oder halt zum Obsthändler um die Ecke. Und deswegen möchte ich euch jetzt mal zeigen, was sich denn so in meinem Kühlschrank befindet oder was ich hier so für Vorräte habe. Und die werden dann in den nächsten 5 Wochen nach und nach aufgebraucht, bis ich komplett auf dem Trockenen bin. Wir fangen hier an mit dem Gefrierschrank. Das waren die Krücken. Ich weiß selber gar nicht so genau, was sich hier alles befindet. Wir haben hier noch eingefrorene Brötchen. 4 Stück. So Laugenbrötchen und Vollkornbrötchen. Weil immer wenn wir vom Bäcker halt unsere Sachen nicht schaffen, dann wird das eingefroren. Dann habe ich hier noch eine Tropical Obstmischung. Hier noch Beerenobst. Dann habe ich hier noch 3 Rollen Blätterteig und 2 Rollen Pizzateig. Ist beides vegan. Das ist noch von Silvester übrig geblieben. Und hier hinten habe ich noch gefrorene Bananenscheiben. Das waren so überreife Bananen, die ich nicht wegbekommen habe. Und die habe ich einfach eingefroren. Dann gehen wir einfach weiter. Ich könnte auch mal abtauen hier. Hier befinden sich noch Kräuter. Die brauche ich ja eh sowieso ständig. Dann haben wir hier, das müsste Grünkohl sein. Genau, noch einen halben Beutel Grünkohl. Und hier noch eine ganze Packung Blumenkohl. Noch ein bisschen Spinat, das ist nicht mehr viel. Knoblauchwürfel, ein paar Zwiebelwürfel. Dann noch mehr Grünkohl. Man könnte meinen, ich mag Grünkohl. Dann habe ich hier noch eine Portion Hirsebrei. Genau, das war einfach Hirse mit Agave, Cranberries, Kakao. Das habe ich einfach nicht ganz geschafft und es wird dann bei mir eingefroren. Irgendwann mal zum Frühstück gegessen. Hier habe ich eine Portion Gemüsereis. Das ist einfach nur Reis mit Erbsen. Habe ich auch nicht geschafft. Und hier habe ich noch ein paar Bratlinge, die ich mal selber gemacht habe. Ich mache dann immer eine größere Portion und esse die dann nach und nach auf. Und hier habe ich noch einen Beutel Blumenkohl. Dann haben wir, das kommt noch runter, weiter am nächsten Tag. Da haben wir einen Beutel so Mais, Möhren, Gemüse, Erbsenmischung. Die mag ich immer recht gern. Noch mehr Erbsen. Dann noch einen Beutel Beerenobstmischung. Noch einen halben Beutel, einen angebrochenen Beutel Erbsen, einen angebrochenen Beutel Brokkoli, dann hier noch so eine Sommerfruchtmischung, so Obst. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne, Obst zu Hause zu haben. Eine halbe Packung Basilikum, und hier nochmal so eine angebrochene Packung Mischgemüse, Erbsen und Möhren. Also ihr merkt schon, was ich irgendwie sehr gerne esse. Noch ein Beutel Erbsen. Und hier einen angebrochenen Beutel Blumenkohl. Und hier haben wir noch 2 Päckchen Tofu, den ich nicht wegbekommen habe. Also ist er einfach eingefroren worden. Hier unten befindet sich eine angebrochene Packung Erdbeeren. Dann, das ist für meinen Omni-Freund, Packung Cookie Dust Eis. Das interessiert uns nicht. Eine angebrochene Packung Beerenobst. Eine Mexican Veggie-Pfannen-Mischung, die ist vegan, wie ihr hier seht. Die gab es, glaube ich, im Aldi oder im Kaufland. Weiß ich gar nicht. Noch mehr Obst. Und hier unten findet sich dann hier noch Eis. Und das war's schon mal mit dem Tiefkühlfach. So, dann geht es weiter mit dem Kühlschrank. Das hier oben interessiert mich. Das ist das Omni-Fach. Der ist relativ leer, weil ich ja jetzt einfach mal eine Woche weg war. Ich habe hier noch eine angebrochene Packung geriebenen Käse. Veggie Filata, der ist eigentlich ganz lecker. Dann habe ich hier noch eine angebrochene Packung Alsan. Eine Packung Seidentofu, der jetzt demnächst, glaube ich, auch mal weg muss. Dann habe ich hier süßen Senf, normalen Senf, getrocknete Tomaten.
Dann hier noch das Früchte-Chutney, das mal in der veganen Box war. Ich kann das leider irgendwie immer noch nichts damit anfangen. So richtig. Ich weiß immer nicht so, was ich damit machen könnte. Mal schauen. Vielleicht esse ich einfach mal, mache ich mir einfach mal so ein Thai-Curry und gebe es oben drauf auf den Reis. Dann habe ich hier noch eine angefangene Paprika, einen halben Salatkopf, eine Möhre, noch eine Paprika und eine Gurke. Und da hinten, das seht ihr jetzt nicht so genau, befindet sich noch ein Glas gebackenes Müsli. Und das Rezept, das findet ihr auch schon, wie das funktioniert. Und ich mache dann immer mehrere solche Gläser und die halten sich dann im Kühlschrank recht lange. Dann befindet sich hier noch eine angebrochene Packung Haferdrink. Apfelsaft, das ist nicht von mir. Das ist auch nicht von mir. Dann hier so ein Glas Chili-Soße. So süß, sauer, scharf. Genau, ein bisschen Ketchup. Sojasauce. Dann haben wir hier Tomatenmark. Ganz viele Tuben. Ich koche eben viel mit Tomatenmark. Und hier oben haben wir noch einen guten Schnaps. Kapern im Glas. Dann hier habe ich so Margarine und Marmeladenpäckchen halt vom Weggehen oder vom Frühstücken gehen, wenn was übrig bleibt. Hier habe ich noch ein Glas Sambal Oelek, rote Currypaste. Das hat uns die Schwiegermutti aus England mitgebracht. Das ist einfach eine Minzsoße. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen könnte. Muss ich mal googeln. Ich will die nämlich nicht verschwenden. Und hier ein angebrochenes Glas Mayonnaise. Und dann gucken wir mal, was sich in den Vorratsschränken versteckt. Da geht so einiges. Und zwar ist das hier so mein Reisfach. Hier habe ich sämtliche Reissorten. Und dann hier hinten auch noch Bulgur und Couscous. Das war diese Reishungerbestellung. Dann habe ich hier noch Nori-Blätter. Da mache ich heute noch Sushi. Dann habe ich hier noch so Reispapier. Ja, für Sommerrollen oder so. Hier noch Mochi-Reis. Das ist schon angebrochen. Roter Reis, Basmati-Reis. Hier noch eine Packung Wasabi und noch mehr Reis. Es ist einfach alles Reis. Dann im nächsten Fach, das dauert dann ein bisschen länger, also das Neilos ist Chaos, fangen wir mal hier an. Hier habe ich geriebene Nüsse, Mandeln, solche Geschichten, noch mehr Nüsse. Dann hier habe ich Leinsamen. Hefeflocken, ein Glas Apfelmark, Süßstoff, das da allerdings schon ewig steht. Dann habe ich hier noch eine Soja-Cousine. Dann gibt es bei mir noch ein Bio-Pflaumen-Ketchup, das in der veganen Box war. Das sind ja auch hauptsächlich Sachen aus der veganen Box. Dann habe ich hier noch Chiasamen, Haferflocken, noch mehr Haferflocken. Dann hier habe ich Dinkelflocken, die habe ich im Müller gekauft, Dinkelflocken fürs Müsli einfach. Dann hier so einige Konserven, und zwar Gemüse, Mais, dann geschälte Tomaten. Dann hier haben wir Guarana-Pulver und hier habe ich ein Päckchen Sauerkraut. Dann was versteckt sich hier noch? Flüssige Reissüße. Dann noch eine Reissüße und hier noch ein bisschen Parmesan, das war auch in der veganen Box drin, das habe ich noch nicht aufgebraucht, schmeckt mir allerdings auch nicht so gut. Dann hier noch Feldnüsse, die sind schon angebrochen, da ist nicht mehr viel drin, die waren auch in der veganen Box. Dann hier Weckeck, so ein Eiersatz ist das, den werde ich demnächst mal ausprobieren mit Kaiserschmarrn, das funktioniert. Dann habe ich hier noch ein paar Sonnenblumenkerne. Was haben wir hier noch? Datteln. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Nochmal Mais und nochmal geschälte Tomaten. Dann habe ich hier so Nussmusse, Tahin. Dann vegane Mandelremoulade aus der veganen Box. Dann hier so knusprige Tomatenscheiben. Ich noch nicht weiß, ob ich die so esse oder zum Kochen verwende. Dann habe ich hier noch ein paar getrocknete Tomaten, dann Erdnussmus und hier Studentenfutteraufstrich, auch aus der veganen Box. Dann Cashewkerne und Datteln und Rosinen.
und Sulderlinen und hier noch ein paar Reisflocken, die ich mir eigentlich demnächst auch mal machen könnte. Genau. So, das war hier so mein Chaos-Fach mit allen möglichen Vorräten. Und es gibt allerdings noch ein Fach, das befindet sich dann hier. Und zwar befinden sich hier Kohlehydrate, nenne ich es jetzt einfach mal. Hier habe ich Hanfsamen, dann habe ich hier Nudeln, eine angebrochene Packung. Dann hier auch so Reisnudeln, noch ein bisschen. Dann habe ich hier noch ein paar Sojaschnetzel. Was haben wir hier? Buchweizen. Dann habe ich hier Bohnen, das sind bunte Riesenbohnen. Dann hier habe ich noch Quinoa Quick, da habe ich auch schon ganz schön viel davon gegessen. Dann hier so Sojanudeln, so Fettuccine, auch aus der veganen Box. Dann hier auch noch ein paar Nudeln, so asiatische. Dann haben wir hier Kichererbsen und Spaghetti und den kulinarischen Mix zum Keimen. Dann haben wir hier ein Päckchen Hirse. Und Dinkel, dann haben wir hier Seitanfix, der war auch mal in der veganen Box, da weiß ich noch gar nicht, was ich daraus mache. Wahrscheinlich irgendwie mal ein Schnitzelwürfel, keine Ahnung. Dann Sojageschnetzeltes, auch aus der veganen Box. Dann noch eine Packung geräucherten Tofu. Hier habe ich noch Hanfsamen. Dann Weißbohnen. Das ist schwarzer Sesam, Graupen, normaler Sesam, rote Linsen, Vollkorn-Dinkelnudeln. Das ist auch nochmal ein bisschen Couscous noch. Was gibt es hier noch zu entdecken? Hier noch eine Packung Couscous, nochmal rote Linsen, grüne Linsen. Haben wir hier unten Padina-Linsen und hier ist auch noch ein Päckchen grüne Linsen. So, das waren alles so Hülsenfrüchte und Nudeln und solche Sachen eben. Und dann haben wir hier noch ein Backregal. Das ist nicht alles vegan, weil das auch noch aus früheren vorveganen Zeiten ist oder auch für meine Omni-Freunde, wenn ich backe. Da gehört zum Beispiel das dazu. Da haben wir hier einfach nur Buchweizenmehl, Mandelmehl, normales Mehl. Dinkelmehl in Vollkorn, dann haben wir hier Sojamehl, Puderzucker, Backobladen, Backkakao, dann das sind Flohsamenschalen, jetzt habe ich hier Weizenkleber, also Gluten, das war noch aus meiner Low-Carb-Zeit, Weizenkleie, dann Natron, noch mehr Flohsamenschalen, Johannesbrotkernmehl, Backobladen, Speisestärke und dann habe ich hier noch so Sachen wie Agar-Agar, dann so Sauerteig ist das, Natursauerteig, da wollte ich mal was selber backen und Hefe und Vanillezucker und Backferment und ja, und das waren dann so meine Vorräte. Und dann kann ich euch noch zeigen, was ich heute frisch eingekauft habe. So, dann befinden wir uns hier auf dem letzten. Hier habe ich noch einen Schluck Öl, in also Sonnenblumenöl und einen Schluck Walnussöl, ist allerdings fast leer. Zitrone, ich muss sagen, die Limetten haben schon bessere Zeiten gesehen, aber ich war halt auch einfach nicht da. Dann habe ich hier noch eine angebrochene Packung Zimtvanille, Kürbiskerne, einen Gemüseaufstrich, Knoblauch, Kokosblütenzucker, Dattelbalsamcreme, Kokosöl, Reisessig, Balsamico-Creme, zwei Sojasoßenfische, Essig, noch mehr Essig und was haben wir heute hier eingekauft? Bananen, zwei Birnen, einen Apfel,
Dann Avocado. Dann haben wir hier eine Schale Erdbeeren, eine Paprika, Äpfel, Frühlingszwiebeln. Dann habe ich hier Schalotten und zwei rote Zwiebeln. Dann hier habe ich noch eine Avocado, dann Gurke, Tomaten, Karotten und noch eine Packung Klebereis. Ja, und dann habe ich hier noch einen Saft und das war's. Das waren meine Vorräte und ich denke, da wird man doch 5 Wochen satt auf jeden Fall. Die möchte ich nämlich einfach mal alle aufbrauchen. Das ist so meine Challenge, die ich mir so überlegt habe. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit meinen Vorräten und wenn ihr euch noch weiter solche Videos wünscht, und dann schreibt mir das doch einfach mal in den Kommentaren. Mich würde mal euer liebstes Lebensmittel interessieren, das nie fehlen darf, dass ihr immer nachkaufen müsst und immer auf Vorrat haben müsst. Und ansonsten, ja, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert mich doch gerne kostenlos und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye! Oh,